Schön, dass ihr da seid. Heute wieder ein 10-minütiges Workout für euch. Erste Station hat zwei Übungen in Kombination, und zwar ein Inchwurm plus zwei Push-Ups. Dann geht es weiter mit 10 Split Squat pro Seite und Tuck-Ups. Das ist unsere erste Runde. In der zweiten Runde ändert sich bei Station 1, 2 Inchwurm und 4 Push-Ups und so weiter. Ja, ein bisschen kompliziert heute, ihr kriegt das hin. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Wir bereiten uns für unser Workout vor mit unserem Warm-Up. Die erste Station hat zwei Übungen, und zwar die Cobra und den nach unten schauenden Hund kombiniert. Schauen wir uns gleich mal an. Wir starten in der Liegestützposition, legen uns dann ab, Fußspannung auflegen und dann drücken wir uns wieder in die gestreckten Arme raus. Langes Kinn, tiefe Schultern, sodass wir eine schöne Spannung auf der Vorderseite spüren. Das ist unsere Cobra. Dann die Fußballen aufstellen und aus dieser Position in den nach unten schauenden Hund. Drücken mit dem Kopf schön durch die gestreckten Arme, die Beine sind gestreckt, die Fersen zum Boden gedrückt. Und das Ganze halten wir für 2-3 Sekunden. Und dann gehen wir aus dem Hund wieder in die Cobra. Jede Position für 2-3 Sekunden halten und wieder wechseln. Wir sind jetzt hier schon bei Wiederholung 2. Davon machen wir noch 3 Stück. Und dann geht es weiter mit der nächsten Übung, die dann Spider-Man und Reach ist. Nicht vergessen bei der Cobra die Schulter nach unten drücken und einen langen Hals. Dann für Spider-Man und Reach ein Fuß nach vorne, jetzt hier beim Curl, rechter Fuß vorn und dann auf der gleichen Seite den Ellbogen zum Boden bringen oder so tief wie möglich und den rechten Arm dann über Kopf rotieren, sodass wir hier eine schöne Rotation in der Brustwirbelsäule haben und hier auch ein bisschen gegen unsere Alltagsposition in dem Sitzen entgegenarbeiten können. Wir wechseln dann immer über die Plank-Position, sprich nach jeder Wiederholung immer wieder das Bein zurücksetzen und dann auf der anderen Seite weitermachen. Immer alles auf einer Seite, linke Fuß, linke Ellenbogen und linker Arm über Kopf rotieren. Auch hier 5 Wiederholungen pro Seite. Und dann geht es weiter mit der dritten Übung, unsere Step Push-Ups. Das ist gut. Dave macht 6. Kann nicht schaden, eine Wiederholung mehr. Dann gehen wir in die Top-Position für den Push-Up. Und hier stellen wir erstmal sicher, dass wir hier den Rumpf richtig unter Spannung bringen. Ja? Kurze Bauchdecke und flacher Rücken. Wir wollen nicht im Hohlkreuz sein. Dann drücken wir uns maximal vom Boden weg, ja, dass wir hier im Schulterblattbereich schön flach sind, leichten Rumpfrücken. Und dann stellt euch vor, ihr wollt die Schulterblätter zusammen drücken, die Arme bleiben gestreckt, das ist die tiefe Position, und dann drücken wir uns wieder raus in die obere Position, so maximalen Bewegungsumfang der Schulterblätter um den Brustkorb herum. Davon auch wieder 5 und dann machen wir als letztes 10 Sit-Ups. Für die Sit-Ups die Knie nach außen, Fußsohlen zusammen, wir sitzen aufrecht, Rücken gerade, durchdrücken und dann legen wir uns nach hinten, legen uns ab und können ruhig die Arme ein bisschen zum Schwung mitnutzen. Und wichtig ist, dass ihr oben euch immer wieder gerade in die sitzende Position zieht. Davon, wie gesagt, 10 Wiederholungen. 10 Wiederholungen, jetzt bin ich schon bei der Runde 7. An Dave gehen trotzdem noch das Warm-Up.
Und davon macht ihr bitte noch zwei weitere Runden. Okay? Wenn ihr damit durch seid, sehen wir uns dann gleich für das Einarbeiten des Workouts. Was? Was hast du gerade gesagt? Nicht bewegen! Sehr schön, ihr seid fertig mit eurem Warm-up. Wir zeigen euch jetzt nochmal die einzelnen Stationen. Die erste Station besteht aus zwei Übungen. Und zwar, wir starten hinten auf der Matte mit hüftbreiten Stand und lassen uns noch vom Über hängen, sodass wir mit den Händen den Boden berühren können. Dann laufen wir nach vorn mit den Händen, bis wir in der Liegestützposition angekommen sind. Das ist unser Walkout. Jetzt machen wir zwei Push-Ups. Chest to Deck für die Herren. Und aus dieser Push-Up-Position laufen wir wieder zurück in die Ausgangsposition. Das Ganze ist Runde 1, eine Wiederholung. Wir gehen jetzt mal in Runde 2. In Runde 2 machen wir das Ganze zweimal. Okay, wir machen wieder einen Walkout. Zwei Push-Up, laufen wieder zurück und wir sind in Runde 2. Wir wollen in jeder Runde eine Wiederholung mehr machen von diesem Komplex. Und wir machen wieder einen Walkout, zwei Push-Up und laufen zurück in die Ausgangsposition. In Runde 3 machen wir das Ganze dreimal. Immer ein Walkout und zwei Push-Up für eine Wiederholung. Okay? Dann, zweite Station ist der Split Squat. Wir machen einen langen Ausfallschritt und gehen erstmal in die tiefe Position und checken mal unseren Stand. Ja, ungefähr 90 Form im vorderen Knie und das hintere Knie ist unter der Hüfte. Die Ferse ist immer über dem Fußball. Das ist unsere tiefe Position. Jetzt drücken wir mal beide Beine durch in die gestreckte Position. Das ist unsere obere Position. Okay? Das dazu. Jetzt beginnen wir. Wir machen 10 Wiederholungen pro Seite. Machen wir gleich mal einen kompletten Satz. Versucht aufrecht zu bleiben und so dass von der Seite betrachtet Schulter, Hüfte und Knie in einer Linie sind. Dann kannst du den Fuß noch ein bisschen vorbringen, ein kleines Stück. Genau. Ja. 10 Wiederholungen, da ändert sich überhaupt nichts. Das sind 10 rechts, 10 links pro Runde. Und das ist unsere zweite Station. Das machen wir jetzt gleich noch auf der anderen Seite. Und dann kommen wir schon zu Übung Nummer 3. Und Übung Nummer 3 sind unsere Tuck-Ups. Ja, dafür setzen wir uns einfach mal hin, haben die Knie vor uns gebeugt und lösen mal die Füße bei gebeugten Knien. Ja, in der Position. Die Hände sind an der Seite. Und jetzt in dieser Position, Hände an der Seite, versuchen wir jetzt die Beine zu strecken und den Oberkörper ein bisschen nach hinten zu verlagern, ohne dass wir uns ablegen. Schon ein bisschen tiefer. Jawohl. Und wieder hoch. Und die Knie zur Brust. Und wieder strecken, beugen, strecken, beugen. Ja, ihr könnt den unteren Rücken ruhig ablegen. Wir wollen aber nicht mit den Schultern und erst recht nicht mit dem Kopf den Boden berühren. Okay? Das sind schon unsere drei Übungen, die drei Stationen. Die erste Station ist unsere Kombinationsübung, der Walkout und zwei Push-Ups. Ja? Dann 10-10 Split Squat, 10 Tuck-Ups. Zweite Runde, eine Wiederholung mehr bei Station 1. Okay? Gut, dann, die Jungs machen sich bereit, ich stelle den Timer, 10 Minuten und dann starten wir auch gleich. Wer ist denn gekommen, ey? Weiß ich nicht, was senden die jetzt raus? Oh, Entschuldigung, ja, ich bin rausgegangen. Schnell was? Jetzt?
Es gibt einen Moment, in dem ich rausrenne. Du kannst einen Fade machen. Du kannst es so ins Workout faden lassen. Geht's los? 10 Sekunden kann man nicht 20, ich habe auf 10 Minuten gestellt. Okay. Dann Uhr ist gestellt. Die Jungs sind bereit. Drei Stationen kennt ihr. 10 Minuten lang. Und ich wünsche euch viel Spaß. Timer mache ich an. Countdown. Läuft. In 8 Sekunden geht's los.
Dann das Bein wieder vor und wir lehnen uns einfach nach vorn. Wir lassen uns nach vorn fallen. Auch den Kopf ganz locker hängen lassen. Das ist unsere zweite Position. Ihr müsst nicht mal dran ziehen. Ihr könnt auch einfach nur alles ganz locker hängen lassen. Kopf, Schultern ganz genauso wie wir es jetzt haben. Seated Forward Fold Station 2. Station 3 im Stehen, da sucht ihr euch einen Türpfosten, eine Bahn. Wir wollen die Hand oberhalb der Schulter an die Wand lehnen oder wo auch immer ihr sie ablegen könnt. Und dann wollen wir uns von der Wand wegdrehen, sodass wir im Brust- und Schulterbereich eine gute Dehnung spüren. Okay, auch hier für eine Minute. Pro Seite. Und unsere vierte Station sind wir wieder am Boden. Wir gehen in den Fersensitz und versuchen dann uns zwischen die Füße abzusetzen, sodass wir eventuell den Boden berühren, vielleicht auch nicht, ist nicht so wild. Auf jeden Fall zwischen den Füßen sitzen und dann auch wie bei Übung 1 entweder komplett ablegen auf dem Ellenbogen oder hier eventuell auf dem Ball. Okay? Das sind unsere vier Übungen. Jede Übung, jede Seite für eine Minute. Wir starten mit Half Saddle. Ein Bein gestreckt, das andere gebeugt. Fokus Oberschenkel, Vorderseite und Hüfte aufnehmen. Ich mache die Uhr an, ihr braucht auf nichts achten, ihr hört den Piepton und dann selbstständig wechseln bzw. schauen, wo die Jungs als nächstes hingehen. Und ihr seid bereit? Nein? Dann starten wir einfach. Wenn wir den richtigen Knopf drücken. Dann auf geht's.
für euch. Für uns nicht. Und dann hoffe ich, ihr hattet Spaß heute. Mit diesem kurzen, aber feinen Workout. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald in unseren neuen Hallen wieder. Bis bald. Ciao.